Ich habe mal wieder einen Beauty-Haul für euch. Das ist jetzt schon wieder sehr lange her. Das ist jetzt tatsächlich von Oktober, November, Dezember, Januar, Februar und März gesammelt. Ich bin erstaunt, dass es immer weniger wird, weil im Grunde mache ich diese Beauty-Hauls eh nur, um zu tracken, wie viel kaufe ich. Und dann halt die Aufgebraucht-Videos, um zu tracken, wie viel verbrauche ich. Und das hat mir sehr die Augen geöffnet. Also das könnt ihr gerne auch mal machen. Ihr müsst jetzt nicht ein Video unbedingt drehen, aber beziehungsweise nicht hochladen. Aber festzuhalten, wie viel das eigentlich jeweils ist, hilft enorm dabei, es immer weiter zu reduzieren. Und ich möchte, bevor ich loslege, euch noch eine Frage stellen. Und zwar, interessiert ihr euch überhaupt noch für diese Beauty Hauls? Denn irgendwie habe ich so das Gefühl, YouTube hat sich extrem verändert. Und ich bin so einer der wenigen, die überhaupt noch Beauty Hauls und vor allem Aufgebraucht-Videos macht. Da habe ich übrigens auch eine Aufgabe für euch dann im nächsten. Ich weiß nicht, ob das vorher oder nachher online kommt. Ich möchte auf jeden Fall von euch jetzt wissen, und zwar in dieser Abstimmung und am besten mit Feedback noch in den Kommentaren, möchtet ihr das überhaupt noch sehen? Weil ich kaufe halt super wenig. Ich meine, wenn ich jetzt nochmal dekorative Kosmetik kaufen würde, würde ich das wahrscheinlich schon zeigen. Aber das ist ja immer mehr so pflegende Sachen und auch immer die ähnlichen. Aber andererseits, ich möchte immer weiter noch reduzieren. Ich möchte nachhaltiger werden. Ich möchte immer mehr darauf achten. Und es gibt ja doch immer irgendwas, was neu ist, was man ausprobieren kann, wo ich meine Erfahrungen teilen kann. Ich bin mir wirklich unsicher, ob es euch interessiert oder nicht. Es gibt irgendwie Pro und Kontras. Die Kontras werden halt, es ist super selten bei mir. Aber andererseits, nur weil es selten ist, heißt es ja nicht, dass ich gar keine mehr machen muss. Ja. Und ich mache es ja auch nicht mehr so kompliziert. Also es ist jetzt auch nicht mehr so wild beim Drehen. Von daher schreibt mir bitte in die Kommentare und stimmt ab, wie es bei euch ist, wie eure Meinung ist. Das würde mich sehr, sehr, sehr interessieren. Weil ich mache die ja irgendwo auch für euch, ne? Ich mache es ja nicht nur für mich. Beziehungsweise ich habe mein Fazit jetzt aus diesem ganzen Tracking über siebeneinhalb Jahre, eigentlich ja schon gezogen. Und ich weiß, dass ich auf einem guten Weg bin. Ich weiß, dass ich das super hinbekommen habe mit nichts verkaufen oder fast nichts verkaufen. Und ich weiß auch, wo ich hin möchte und dass ich das bald erreiche. Aber ich möchte auch, dass ihr irgendwas aus diesen Videos zieht, ne? Deswegen rede bitte mit mir und jetzt legen wir los. Es ist tatsächlich relativ viel dieses Mal, wie gesagt von einem halben Jahr. Und ich glaube, ich fange mit dem an, was ihr schon kennt. Das habe ich im Rahmen vom Sunwin Haul quasi schon gezeigt, obwohl es halt später kam. Aber ich zeige es jetzt einfach trotzdem nochmal. Und zwar handelt es sich um dieses süße Teil hier, einen Panda-Waschlappen. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich bin ein riesen Panda-Fan und wenn ich irgendwo einen Panda sehe, muss ich es haben. Und es ist halt auch noch ein Reinigungstuch bzw. ein Waschlappen. Und ich meine, ich habe mir noch nie einen Waschlappen gekauft. Dann darf ich das mal, oder? Es ist halt leider aus Mikrofaser, also aus Plastik. Aber andererseits, wenn ich bedenke, wie viele Klamotten irgendwie Mikrofasern haben und die waschen wir ja auch, macht es jetzt nicht unbedingt einen großen Unterschied. Also, wenn meine anderen Mikrofasertücher irgendwann mal hinüber sind, werde ich definitiv die Bambus-Mikrofasertücher kaufen. Aber bei dem Waschlappen... bitte, das kann man vielleicht nachvollziehen. Der war einfach viel zu süß. Und wie ihr seht, der ist von Ebelin, das heißt vom DM. Ich weiß aber nicht, ob es den gerade noch gibt. Vielleicht. Könnt ihr mal gucken. Es steht zumindest nichts von Limited Edition drauf. Und den gibt es ganz normal in der Ecke von den Waschlappen. Also... von Bürsten und Waschlappen und so ein Kram. Da habe ich es gefunden. Ja, finde ich sehr süß. So. Und jetzt muss ich mal kurz überlegen, wo ich hier anfange. Auch schon relativ lange her, dass ich es gekauft hatte, war diese Alkmene. Ich würde Handcreme sagen. Es steht drauf: reichhaltiges Handkonzentrat. Und zwar mit Bio-Calendula. Regenerierende Pflege, vegan, ohne Parabene, Silikone, Minerale, Öle, PEGs und SLS, was auch immer das ist. Und die Tube ist aus recyceltem Material. Das klingt alles so gut. Und ich muss auch sagen, die ist auch eigentlich ganz gut. Nur für meine ganz krass beanspruchten Hände, vor allem im Winter, da hilft gar nichts. Und ich habe ja dann im Buchhandel gearbeitet. Das heißt, ich hatte dann halt permanent Papier in den Fingern.
Und es saugt dann so die letzte Feuchtigkeit aus deinen Fingern dann auch noch raus. Und da du ja mit Geld arbeitest, desinfizierst du die Hände auch noch ständig. Oder du machst irgendwas, dann sind sie dreckig, dann musst du sie wieder waschen. Das heißt, du hast die ganze Zeit Seife, Desinfektionsmittel und komplett austrocknende Bücher in der Hand. Also meine Hände waren echt ziemlich hinüber. Also da konnte das dann auch nicht mehr so viel helfen tatsächlich. Ich habe es dann so als Intensivpflege schon genommen. Das Problem war nur, es zieht dich so 100% ein, weil es etwas reichhaltiger ist. Das heißt, es war für Bücher verkaufen jetzt nicht so perfekt. Weil ich möchte die Bücher, die gekauft werden, nicht gleich mit Fettdopsern zerstören. Ne? Aber ich finde es eigentlich noch ganz gut. Ich werde da wahrscheinlich noch mehr drüber erzählen können, wenn sie dann leer ist. Aber hat mich auf jeden Fall sehr gerettet. Ich hatte es nötig. Und ich finde eigentlich, von dem, was alles draufsteht, ist es eigentlich echt gut. Das Einzige, was mich traurig macht, ist, da ist keine Veganblume drauf. Und ich habe keine Ahnung, ob Alkmene vielleicht irgendeine medizinische Firma ist, weil die würden ja dann eventuell Tierversuche machen bzw. einen Auftrag geben. Weiß ich jetzt nicht, ob die tierversuchsfrei sind. Vielleicht wisst ihr da ja mehr. Ich habe von der Marke auf jeden Fall noch nie was gehört gehabt. Ansonsten hier steht noch... Wobei, nee. Also die Firma ist Mann und Schröder GmbH aus Siegelsbach, Made in Germany. Das klingt ja eigentlich nicht nach Tierversuchen. Tierversuchsfrei und vegan und tut, was es soll, das klingt gut. Kann ich mal empfehlen, falls ihr eine Handcreme sucht. Und ich finde, es ist auch nicht zu viel drüber geredet, weil eine gute Handcreme, das ist eine Sache für sich, das findet man gar nicht so oft. Weil die meisten, die sind ja eigentlich nur voller Parfüm oder voller Silikone oder beides. Oder sind einfach unnötigerweise mit Tierquälerei verbunden und du willst ja eigentlich nur deine Hände pflegen. Und das ist gar nicht mal so leicht. Naja, habe ich eigentlich noch eine Handcreme? Nee. Aber ich habe mir den gleichen Dreh, sag ich mal, von Hagens Original oder Hagners Original das Jojobaöl Natur reingekauft. Ja, das steht hier noch irgendwas dran. Made in Germany, juhu, aus Freudenstadt. Achso, nee, hier steht nur unter 10 Grad Celsius kommt es naturbedingt zu Trübungen und Ausfällungen. Wann hat er schon mal unter 10 Grad? Aber egal. Hitzeempfindlich scheint es ja da nicht zu sein, nur kälteempfindlich. Na gut, auf jeden Fall, warum habe ich mir das gekauft? Ich habe, deswegen habe ich auch die Mikrofasertücher. Ich habe nämlich festgestellt, beziehungsweise mal ausprobiert, weil ich ja sehr empfindliche Haut habe und früher Akne hatte, beziehungsweise immer noch habe, wenn ich die Pille nicht nehmen würde. Also sprich, ich habe sehr empfindliche Haut. Und ich habe immer auf die Werbung gehört und habe super viel Scheißdreck gekauft und ausprobiert. Und natürlich wurde es dann immer schlimmer. Je aggressiver die Sachen, desto schlimmer wurde es, desto aggressivere Sachen habe ich genommen, desto schlimmer wurde es. Und ich habe es nicht gecheckt. So, dann hatte ich irgendwann die Schnauze voll und habe mir gesagt, gut, ich mache jetzt nur noch Wasser. So, und ich hatte dann auch kein Abschminkprodukt mehr. Und ich dachte mir, ja gut, da ist dann halt immer so Öl drin und das brauche ich auch, um meinen wasserfesten Eyeliner wegzumachen. Und dann habe ich so rumgeguckt, ja, da stand halt noch ein Jojobaöl von meiner Schwester. Hi, falls du das siehst. Ja, ich habe das mal ausprobiert und ich habe festgestellt, das ist ja fantastisch. Das ist perfekt zum Abschminken. Und Jojobaöl ist ja auch nicht, ich sage es jetzt mal, porenverstopfend. Da gibt es Fachbegriffe und Beschreibungen dazu. Kompliziert, das erzähle ich jetzt nicht alles, weil ich bin kein Profi. Jedenfalls, viele schminken sich ja mit Kokosöl ab, aber Kokosöl verstopft die Poren bzw. fördert das Verstopfen, was zu Mitessern und Pickeln dann führt. Auch wenn es eigentlich eher desinfizierend wirken soll, aber für Haut ist es irgendwie nicht so gut. Und vor allem nicht für empfindliche Haut. So, mit Kokosöl hatte ich mich auch mal abgeschminkt, das war eine Katastrophe. Und ich habe festgestellt, Olivenöl ist genauso schlimm, was die Haut angeht, zumindest die Gesichtshaut. Bei normaler, also bei der restlichen Körperhaut ist es eigentlich nicht so wild, aber ich mag den Duft von Oliven eh nicht. Und dann habe ich, wie gesagt, einfach mal dieses Jojobaöl ausprobiert, das nicht die Poren verstopft und es war einfach nur grandios. Und dann habe ich mir halt jetzt mal eine eigene Flasche geholt. Ich habe wie verzweifelt das von meiner Schwester gesucht und zwar war das von Müller exklusiv in einer Glasflasche. Es gab es aber nicht mehr, deswegen habe ich jetzt leider eine Plastikflasche. Könnte besser sein, aber andererseits, wenn es im Bad runterfällt, dann zersplittert es nicht gleich. Im Bad ist Plastik tatsächlich besser. Vielleicht finde ich irgendwann mal eine große Flasche und kann es dann umfüllen oder so, ich weiß es nicht.
aber es ist einfach perfekt. Und ihr seht, es ist super, super wenig draus. Und ich habe das jetzt schon seit einem halben Jahr in Benutzung. Und ich habe davon halt auch bei meiner Schwester wieder nachgefüllt, das, was ich verbraucht hatte. Ich glaube, dieses Fläschchen, das reicht mir zum Abschminken und zur Pflege, weil ich benutze es auch anstatt einer Creme, tatsächlich noch Jahre. Das ist faszinierend. Es spart so viel Geld, es ist so gut für die Haut und es nimmt keinen Platz weg. Es ist fantastisch, ich bin verliebt. Ich kann es euch nur empfehlen. Jojobaöl ist fantastisch. Und DM hat übrigens kein Jojobaöl, weil die Drogistin, wenn es denn eine war, die wusste nicht mal, was Jojobaöl ist. Und ich dachte mir so, dein Ernst, du arbeitest im DM, warum weißt du nicht mal, was das ist? Nun gut. Ja, genug drüber geredet, das ist meine Sensation des letzten Jahres. Musste ich jetzt mal mit euch teilen, ausführlich. So, was haben wir denn noch? Wir haben hier eigentlich noch vor kurzem gekauft eine neue Fußcreme. Die habe ich auch schon mal gekauft. Das heißt, das hier ist tatsächlich nachgekauft, weil ich sie so gut finde. Und zwar von Alverde, die Hornhautreduziercreme. Ja, Reduziercreme mit Limette und Echinacea oder so ähnlich. Dementsprechend natürlich auch von Alverde Naturkosmetik, tierversuchsfrei, vegan, super. Ich habe sie am Anfang gar nicht mal so oft benutzt gehabt, weil ich einfach zu faul war, mal meine Füße einzucremen und dachte, ja gut, die wirkt ja gar nicht so toll. Habe sie dann als Handcreme benutzt, weil sie halt sehr feuchtigkeitsspendend ist. Fand sie da fantastisch. Und bin dann wieder dazu übergegangen, gut, ich mache jetzt wirklich konsequent jedes Mal nach dem Duschen ausgiebig so Hornhaut weg und creme sie dann unbedingt ein. Ich kann dann hier nebenher noch ein YouTube-Video gucken oder so, dann sind meine Füße auch eingezogen, also die Creme in meine Füße. Und seit ich das mache, ich schwöre euch, ich habe wirklich keine einfachen Füße. Aber ich muss sagen, es funktioniert. Und zwar ähnlich gut wie Scholl. Zwar nicht perfekt wie Scholl, aber ähnlich gut. Also es hat sich so viel erweicht und so viel gelöst. Ich kämpfe seit Jahren damit. Ich bin fasziniert. Ich benutze die jetzt noch eine Weile. Die andere ist fast leer. Und dann kommt diese Packung und dann berichte ich mal weiter. Vielleicht habe ich im Sommer dann die perfekten Füße. Wir werden sehen. Ich würde mich freuen. Also auch das fantastisch. Ich könnte auch mal probieren, ob ich es mit Jojobaöl einfach mal probiere, so feuchtigkeitsspendemäßig. Aber hier sind halt noch Sachen wahrscheinlich drin, die einfach gezielt gegen besagte Hornhaut sind. Aber für den Sommer habe ich auf jeden Fall mal Nachschub gekauft. Ich bin gespannt, ob mir das sehr weiterhilft. Also bis jetzt schon. Und es kostet, also das sind jetzt drin 50 Milliliter und die kosten, glaube ich, 3 oder 4 Euro. Und Scholl kostet locker das Doppelte. Also, wenn mir das so weiterhilft wie aktuell, dann ist das wirklich preislich und halt auch was Tierversuche angeht, sehr viel besser. Dann habe ich mir überlegt, ich will keine Seifen mehr, keine Flüssigseife. Oder ich will so ein bisschen davon wegkommen. Und dann habe ich mir für, wenn dann meine Flüssigseife dann mal leer ist und die Duschgel, die ich vielleicht noch als Seife benutzen möchte und so weiter und so fort, eine feste Seife gekauft. Auch mit dem Hintergedanken, dass ich die einfach mal als Duschgel ausprobieren möchte, weil Duschgel ist ja auch so viel Plastik und Mikroplastik womöglich noch und bla bla bla, so viel Müll. Ich will eigentlich kein Plastik haben und einfach nur ein Stück Seife, das kann man auch leichter mitnehmen und so. Ja, dann habe ich mir von CD diese Seife gekauft. Das ist die große Freiheit. Mit natürlichem Feuchtigkeitsspender Glycerin. Ich kann schon nicht mehr lesen, egal. Ja, frische Brise ist auf jeden Fall die Sorte. Also kann ich so unterschreiben, die riecht so unfassbar gut. Aber irgendeinen Haken hatte es, glaube ich. Wo ist denn die Inhaltsangabe? Die Inhaltsstoffe? Hallo? Genau, da steht irgendwas mit Palm und ich weiß nicht, was das ist. Ich hoffe, es ist kein Palmfett, weil es war auch unfassbar schwer, ein Stück Seife zu finden, das kein Palmfett enthält. Also im DM, ich bin wahnsinnig geworden. Die habe ich jetzt beim Müller gekauft. Ich weiß nicht, ob DM die auch hat, aber es ist echt erschreckend, wie wenig Seife mit guten Inhaltsstoffen das überhaupt gibt, so in der Drogerie. Da besteht definitiv noch ein bisschen Handlungsbedarf. Aber das Schöne ist,
Also die meisten haben ja dann noch eine Plastikverpackung. Die hier ist wirklich nur aus Pappe und so wie das aussieht, ist sie auch nicht beschichtet. Und es ist ein Stück Seife ohne Plastik. Fantastisch. Boah, die riecht so gut. Und ich freue mich schon so sehr, die endlich dann auszuprobieren, aber ich wollte es jetzt noch nicht anfangen, weil ich ja noch Seife übrig habe und Duschgel. Genau. Aber ich bin sehr begeistert. Und bleiben wir einfach mal dabei. Ich habe mir nämlich dann auf dem Mittelaltermarkt zu Weihnachten rum, also im Dezember, also quasi auch zu meinem Geburtstag, noch zwei Seifen gegönnt. Und zwar diese beiden hier. Die sind in Papier eingepackt. Das einzige Plastikartige, was es hier gibt, ist halt so ein Tesa-Streifen, der die Beschreibung an Ort und Stelle hält. Aber den kann man ja zur Not dann auch wegmachen. Aber ansonsten nur Papier. Ich meine, Klebestreifen wegen dem Kleber kann man eh nicht recyceln, also ist leider eh Restmüll. Auf jeden Fall habe ich hier einmal Yggdrasil. Steht da auch mit was? Nee. Na egal. Und einmal Patchouli Rose. Die riechen beide so unfassbar gut. Ich habe meiner Schwester auch noch eine geschenkt. Und ich will das unbedingt mal ausprobieren. Vielleicht finde ich die ja toll. Die werden dieses Jahr auf jeden Fall mal getestet. Die sind übrigens, falls sie gut sind, ich weiß es ja noch nicht, aber ich möchte euch schon mal sagen, von wem. Hier ist eine Homepage von www.seidigseifen.de. Seidigseifen, interessant. Die hatten tatsächlich auch festes Rasiergel, genauso wie Rasierhobel und kleine Schwämmchen und Seifensäckchen. Und halt unfassbar viele Seifenarten und so weiter und so fort. Das Einzige, was sie jetzt, glaube ich, nicht hatten, war festes Shampoo oder Spülung oder so. Aber ich denke, da, wenn das gut ist, werde ich da definitiv mal öfter einkaufen. Und vom Preis fand ich es eigentlich auch ganz okay. Wie viele Gramm sind denn das? Das sind 70 Gramm. Das sind auch 70 Gramm. Okay. Ja, finde ich gut. Vielleicht sind die ja auch bei euch mal in der Gegend. Ich weiß nicht. Ich denke, die wandern sowieso. Von daher, vielleicht ist das was für euch. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich freue mich sehr, das auszuprobieren. Vielleicht bin ich bald plastikfrei, was das Duschen angeht. Das wäre schön. Ja, muss ich nur noch ein Shampoo finden. Mit Spülung ist es so eine Sache, aber ich wollte auch mal diese Essigspülung ausprobieren. Also sprich, einfach Essig verdünnt mit Wasser. Angeblich soll das ja genau den gleichen Effekt haben. Im Moment benutze ich eher mal kaltes Wasser oder halt eine Spülung, die ich da habe, falls meine Haare eine Katastrophe sind, weil die sind ja sehr struppig. Also von Natur aus. Sie sind sehr gesund für ihre Länge. Das ist richtig krass. Ich habe nicht mal Spliss. Aber sie sind halt sehr dünn und dann verknoten sie so schnell. Und dann brauche ich auch mal eine Spülung leider. Naja, mal gucken, wie ich das so hinkriege. So, zu Weihnachten habe ich dann auch zwei Sachen bekommen. Und zwar einmal eine neue Bambuszahnbürste von meiner Mama. Ja. Inzwischen schenkt sie mir sinnvolle Dinge. Leider von Colgate. Sie wusste halt nicht, dass das Tierversuche unterstützt. Zumindest meines Wissens nach. Genau, das ist jetzt eine Aktivkohle-Zahnbürste. Besonders witzig, diesen Trend gab es ja tatsächlich. Woraus sind denn die Borsten? Auf jeden Fall vegan ist es schon mal nicht. Der Griff ist beschichtet mit natürlichem Bienenwachs. Für minimale Wasseraufnahme. Ja gut, vielleicht ist es dann notwendig. Ist aber auf jeden Fall nachhaltiger als Plastik. Was haben wir noch? Wir haben 1 Milliarde Kinder auf der ganzen Welt durch unser Programm Bright Smiles, Bright Futures mit Bildung zur Zahngesundheit versorgt. Das klingt doch schön. Dann recycelbare Kartonverpackung, die ist auch nicht gebleicht, das ist auch schön. Also der Griff ist aus 100% natürlichem, biologisch abbaubarem Bambus. Und ich finde immer noch nicht, woraus diese die Fasern sind. Die sind bestimmt aus Plastik. Das finde ich jetzt nicht so geil. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Sie sieht schick aus. Sie ist. Sie unterstützt wenigstens was Sinnvolles, wenn sie schon nicht perfekt ist. Aber ich bin mir auch ein bisschen unsicher, wie denn Borsten aus Bambus sind. Mal gucken. Aber irgendwie müsste man das doch auch hinkriegen. Ich meine, früher haben die Menschen sich ja auch mit Ästen die Zähne geputzt. Also eigentlich nicht so abwegig, ne? Ich habe da noch eine zweite Zahnbürste, die hatte ich mir tatsächlich selber noch gekauft. Einfach, weil ich dran vorbeigelaufen bin und dachte, ja, sie sieht so cool aus, ich muss sie ausprobieren. Das ist die Black Shine von Donto Dent. Die hat einfach schwarze Borsten. Sie ist halt leider aus Plastik, aber sie war günstig und ich wollte sie einfach mal ausprobieren.
Ja, das war jetzt, ich bin Verpackungsopfer, ja, ich weiß. Aber nun gut, habe ich halt noch eine Zahnbürste auf Reserve. Auch nicht so verkehrt, auch wenn sie auf Plastik ist. Und vom Müller habe ich noch so in Anführungszeichen Einweg Pfeilen, beziehungsweise die sind einfach nur zweiseitig und nicht so groß wie meine bisherigen. Also ich habe halt meine Pfeilen mal ausgetauscht jetzt, weil die schon so alt waren. Und tatsächlich ist das viel praktischer, weil die kann ich einfach so in meine Kosmetiktäschchen schmeißen und habe dann immer eine Pfeile dabei. Und die nimmt nicht so viel Platz weg. Oder auch in der Tasche, in der Handtasche, die hat die immer so viel Platz weggenommen, weil ich da so einen riesen, also wirklich so einen Würfel, so lang, also nicht Würfel, wie heißt das? Rechteck war es auch nicht. Auf jeden Fall eine sehr dicke Pfeile hatte. Und jetzt ist einfach mal Sandpfeilen, die dünn sind und sehr praktisch. Genau. Ich werde mal gucken, wie lange mir die reichen. Nämlich wahrscheinlich 100 Jahre, keine Ahnung. Und sie fallen verdammt gut, habe ich festgestellt. Also, top. Und dann habe ich auch noch von meiner Mama bekommen, dieses Deo. Das ist die Deo-Creme Beauté Naturelle mit der Duftrichtung Rosentau. 0% Aluminium, 0% Alkohol. Ja, ist vegan, ist im Glas und ist vom Unverpacktladen. Dieses Gläschen, werde ich dann, wenn es leer ist, auch benutzen, wenn ich dann selber Deo gemacht habe. Einfach mit Natrium und Kokosöl, wenn ich Kokosöl dann noch vertrage, mal gucken. Aber Kokosöl wird halt schön fest. Und dann könnte man theoretisch ja auch noch einen Duft verwenden, wie man möchte. Ich habe so ein bisschen die Idee, so Zitronengras vielleicht mal mir zu holen, also ätherische Öle, und da mal einen Tropfen auszuprobieren. Oder irgendwas ganz pudrig Frisches. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, Rosentau mag ich sehr gerne. Habe ich jetzt gerade frisch angefangen. Mag ich sehr, sehr gerne. Werde ich mir vielleicht auch nochmal kaufen. Oder eine andere Sorte, die unser Unverpacktladen dann hat. Aber ich glaube, das wird noch sehr lange dauern. Also mindesthaltbar ist sie bis diesen Monat. Oder ist sie sogar von... Ich weiß es gar nicht. Habe ich jetzt was verwechselt? Aber eigentlich ist sie doch von diesem Jahr, oder? Also letztes Jahr. Ich bin verwirrt. Auf jeden Fall habe ich sie jetzt erst angefangen. Und ich glaube, die wird mir auch noch ewig halten. Aber man sollte sie wohl nicht so lange aufheben, weil halt weniger Chemie, bis gar keine Chemie drin ist. Genau. Aber festes Deo finde ich super. Werde ich aber bald mal selber machen. Genau. Und es ist natürlich auch besser für die Ozonschicht und für die Lunge. Und Aluminium ist sowieso kacke. Und diese ganzen Gifte, die man da einatmet. Nope. Ich bin froh, wenn meine Deo-Sammlung irgendwann mal leer ist. Ich werde übrigens auch eine Deo-Sammlung, so ein Update mal machen, was sich so getan hat, welche ich noch da habe. Und dann werden wir sehen, wie lange ich noch brauche, um die aufzubrauchen. Und ich quatsche einfach zu viel. Ich mache jetzt mal weiter. Was haben wir denn hier noch? Ich habe mir gekauft, weil ich darauf nicht verzichten kann, mein Aftershave. Das ist relativ billig, es ist tierversuchsfrei, es ist vegan. Und ja, das ist die beruhigende Hautcreme mit Aloe Vera und Magnolienextrakt von Balea, habe ich das schon gesagt? Egal. Auf jeden Fall, es war super schwer, ein günstiges und am besten veganes Aftershave-Produkt zu finden. Das ist ungefähr so schwierig wie eine Deo-Creme oder eine Spülung. Nein, nicht wie eine Deo-Creme, wie eine Rasiercreme oder eine Spülung. Super schwierig. Leider ist das immer noch mit Plastik, also falls irgendjemand da draußen ein Aftershave kennt, ohne Plastikverpackung, bitte Bescheid geben. Ich bin kurz davor, unsere Aloe Vera zu schlachten und dieses Gel dann zu benutzen. Ich hoffe, ich vertrage das, ich weiß es nicht. Allerdings weiß ich nicht so genau, wie ich das haltbar machen soll. Man kann es einfrieren, aber dann ist ja die ganze Gefriertruhe voll. Ich bin noch am Testen, also mal gucken. Im Moment habe ich noch das. Aber Aloe Vera wird ausprobiert. Wäre ja schon cool, wenn man Aftershave einfach so da wächst. Ne? Wir haben so viel Aloe Vera, das ist unfassbar. Also die eine gehört definitiv mal geschlachtet. So, dann kommen wir, glaube ich, zu... Nee, ich bleibe bei Rasur. Ich habe mir neue Klingen gekauft für meine Gillette Fusion 5 Pro Glide. Super teure Rasierer. Ich glaube, das ist sogar der teuerste von Gillette. Ich bin mir nicht sicher. Aber Leute, ich muss euch sagen, es ist der beste. Ich werde mir auch keinen Rasierhobel kaufen, weil das bisschen Plastik gönne ich meinem Körper, weil es mir sehr wichtig ist. Und ich hasse Stoppeln.
Und vor allem dieser ProGlide, der hat ja so einen Kugelkopf. Ich habe mich damit noch nie geschnitten. Noch gar nie. Und im Vergleich zu Venus, davon habe ich nämlich auch den anderen Rasierer. Also ich habe den von Balea, ich habe den von Venus, ich habe den hier von Gillette. Venus ist definitiv besser als Balea. Also vom Gleiten her und vom Rasieren her und so weiter. Aber seit ich den da benutzt habe, ich habe letztens mal Venus und den verglichen. Also Venus kratzt richtig über die Haut und man merkt so richtig, wie die danach so leicht beschädigt ist und ein bisschen brennt. Und das wortwörtlich ist gleitet. Es ist fantastisch. Kann ich nur empfehlen. Er ist zwar teuer, aber ich kann ihn empfehlen. Bester Rasierer, den ich kenne. Und ich habe schon einige ausprobiert. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich kann die anderen zwei mal wegtun. Ja, das, wie gesagt, das bisschen gönne ich mir. Weiter geht's mit Zahnpflege, würde ich sagen. Da habe ich mir eine neue Zahnseide gegönnt. Das ist diese hier von Dontodent. Es ist erschreckend, wie teuer Zahnseide ist. Und ja, ich war geizig. Ich habe mir die von Dontodent gekauft und nicht vom Unverpacktladen. Ja, jedenfalls, das ist ein 100 Meter, angeblich antibakteriell, gewachst, das heißt nicht vegan, fluoridhaltig, wen es interessiert, und mit Minzaroma, das habe ich aber noch nicht festgestellt. Ja, ich mag sie auf jeden Fall und sie ist halt sehr leicht im Vergleich zu den Glastiegelchen. Aber mal gucken, vielleicht steige ich doch noch um auf nachhaltige Varianten. Aber die sind halt schon echt teuer für Zahnseide. Mal gucken. Mal gucken. So, dann habe ich auch eine neue Mundspülung. Die habe ich noch nicht viel benutzt, weil ich die auch nur noch selten benutze tatsächlich. Weil ich brauche die irgendwie nicht jeden Tag. Bin noch am Experimentieren. Das ist von Dontodent wieder die antibakterielle. Weil die Fresh, da haben sie irgendwie den Geschmack geändert. So, ja, mal gucken. Aber ich wollte jetzt mal wieder die. Und ich finde halt auch, dass die, also das steht sogar drauf, reduziert Mundgeruch, aber ist ja auch logisch, wenn sie antibakteriell ist und sie reicht die Zunge dann einfach besser. Ja, das heißt, perfekt. Und ich mag sie und sie schmeckt mir eigentlich so am besten von denen von Dontodent. Deswegen habe ich mir die gegönnt. Darf nicht fehlen, auch wenn ich sie nicht mehr jeden Tag benutze. Und dann habe ich noch zwei Zahncremes. Zwei aus dem Grund. Diese hier habe ich mir notgedrungen gekauft. Das ist diese von Sensident. Das ist von Müller exklusiv. Die Fresh einfach nur. Genau. Ist die eigentlich auch vegan? Ich glaube, vielleicht hoffe schon. Ich weiß es nicht. Steht nicht drauf. Nee, ich finde es nicht. Auf jeden Fall sollte sie tierversuchsfrei sein, weil es eine Eigenmarke ist. Und es steht hier auch Eisingen drauf, oder? Nee, Eislingen, nicht Eisingen. Aber 7,3, das müsste trotzdem aus Baden-Württemberg sein. Wo ist ein Eislingen? Mir fällen gerade nur Eisingen und Esslingen ein, aber wo ist Eislingen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, da steht extra frisch drauf. Es gibt schon Gründe, warum ich mir nochmal die gekauft habe. Und zwar finde ich, die schmeckt einfach nach nichts. Sie befriedigt mich nicht. Ich finde sie tatsächlich nicht so fantastisch, nicht so gut. Und ich würde sie mir auch nicht nochmal kaufen. Dann hole ich mir lieber die Dontodent nochmal von DM, weil die ist definitiv frischer, auch wenn sie nicht so den Mega-Kick gibt, aber brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Die muss einem ja auch nicht den Mund wegbrennen. Und seit neuestem ist hier sogar das Vegan-Zeichen drauf. Das heißt, es ist tatsächlich gar nichts vom Tier drin. Von daher vegan, günstig und schmeckt gut. Was will ich mehr? Ich bin noch am Testen, ob sie wirklich für meine Zahnempfindlichkeit verantwortlich war oder nicht. Aber ich meine, das hat sich wieder gebessert. Also vielleicht war es irgendwas anderes. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall jetzt wieder die. Die wird noch leer gemacht. Aber ich kann sie nicht empfehlen. I'm sorry. So. Ich würde ja schon gerne die von Sensodyne mal probieren. Also diese Pro-Schmelz oder wie die heißt. Weil ich habe nämlich auch gelesen, dass die Zähne halt nicht nur von Cola, Kaffee, Tee etc. dunkler werden und gelb werden, sondern dass der Zahnschmelz, der gesunde, eigentlich das ist, was die Zähne weiß erscheinen lässt. Und dass die Zähne unten drunter aber eine Schicht haben, die sowieso gelblicher ist. Es kann also sein, dass ich durch meinen Säurekonsum und Whitening-Zahnpastas, die ja so Schmirgelpapier-Effekt haben, dass ich mir dadurch zu sehr den Zahnschmelz zerstört habe. Und dass meine Zähne deswegen etwas gelblicher wirken. Nicht, weil sie verfärbt sind, sondern weil der Zahnschmelz zu sehr abgetragen ist.
Eine Zahnärztin hat diesbezüglich nichts gesagt, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Vielleicht werde ich diese Sensodyne doch mal testen müssen. Auch wenn sie Tierversuche unterstützen. Mal gucken, aber wenn es nicht anders geht, die Zähne gehen leider gerade vor. Nun ja, so. Und dann habe ich zum Schluss noch zwei Sachen. Und zwar, mein Waschgel ist leider leer gegangen, das von Alverde. Das Hydro-Waschgel, das liebe ich total, fantastisch. Und ich habe dann halt gefragt, meine Mom, so, hast du noch irgendwas, was du leer machen lassen möchtest? Weil sonst kaufe ich mir halt jetzt gerade nichts. Das ist ja dumm, wenn sie noch was hat. Und dann hatte sie noch den Rest hiervon. Von Balea erfrischendes Waschgel mit Lotusblütenextrakt für normale und Mischhaut. Und von der Reinigung her reicht das mir völlig. Ich benutze das nicht jeden Tag. Ich benutze das so alle 3-4 Tage mal so als Tiefenreinigung. Aber ich weiß wirklich nicht, ob mir das so gut getan hat, weil ich habe tatsächlich wieder Probleme bekommen mit Pickelchen und ich bin mir nicht sicher, ob dieses hier daran schuld war. Ich lasse gerade noch abheilen, benutze gerade nur wieder Wasser und werde es dann nochmal probieren, ob das doch an dem lag oder ob ich einfach, keine Ahnung, mein Kissen nicht oft genug ausgewaschen hatte oder ich weiß es nicht, vielleicht habe ich irgendwas gegessen, was mir nicht gut hat, ich weiß es wirklich nicht. Ich gebe dem Ganzen auf jeden Fall noch mal eine Chance. Ich meine, ich mache es dann noch leer. Es ist nur noch so viel drin. Also, und dann werde ich sehen, ob ich es vertragen habe oder nicht. Aber ich bin dem Ganzen gerade kritisch gegenüber. Und bevor ich das meiner Mutter erzählen konnte, hat sie mir dann noch das mitgebracht. Das ist dann irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht. Dann hätte ich ja auch gleich das von Alverde kaufen können. Aber gut, jetzt habe ich halt noch das hier. Die sanfte Waschcreme mit Mandelöl für trockene und sensible Haut. Ja, vegan ist es auf jeden Fall. Ich hatte gerade Angst, weil da irgendwas mit Tropfen und Perlen etc. ist, dass da vielleicht irgendwas Komisches drin ist, aber nee. Ja, und ich würde sagen, dann bin ich wieder ein Jahr versorgt und hoffe ich mal, dass ich das vertrage. Ihr könnt mir gerne eure Berichte dazu mal in die Kommentare schreiben. Falls ihr mich warnen wollt oder entwarnen wollt, gerne her damit. Und das war's. Ich freue mich, dass ich das jetzt endlich mal abgedreht habe. Das ist, wie gesagt, das ist ein halbes Jahr her. Und das ist ja irgendwie auch blöd, wenn die Sachen schon leer sind und quasi zuerst im Aufgebraucht landen, bevor ich sie im Haul gezeigt habe. I don't know. Jedenfalls, es ist zwar relativ viel, aber irgendwie auch nicht, ne? Also wenn ich bedenke, also die Fußcreme ist ganz wichtig. Die Geschenke habe ich nicht beeinflussen können. Das mit der Zahnpasta ist ein bisschen doof, aber man braucht immer Zahnpasta. Die Rasierer halten mir auch ewig. Die Seifen auch. Und das hier sowieso, das Öl. Also, es war jetzt ziemlich viel, aber ich befürchte, ich habe für den nächsten Haul in einem halben Jahr irgendwie nichts zu zeigen, außer Zahnpasta. Wir werden sehen. Deswegen, wie gesagt, zu meiner Frage vom Anfang nochmal, schreibt bitte was in die Kommentare. Gebt mir Feedback, das wäre wichtig. Und ja, wenn ihr bis jetzt da geblieben seid, könnt ihr gerne noch irgendwas in die Kommentare schreiben. Vielleicht Hashtag Seife oder so, dann weiß ich Bescheid. Weil es ging ja jetzt schon sehr viel um feste Seifen. Genau. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.